Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 62, Antrag der Fraktion der SPD betreffend eine Aktuelle Stunde, Nationale Bildungsallianz für Deutschland. Hessen muss mehr in Bildung investieren, darf den Bund nicht an den Schultoren stehen lassen. 1951/92. Es beginnt unser Kollege Christoph Degen, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist den Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag zu verdanken, dass das Kooperationsverbot im Hochschulbereich abgeschafft und im Schulbereich zumindest aufgebrochen wurde, meine Damen und Herren. Ohne diese SPD-Initiative, übrigens gegen den Widerstand der CDU, würde es jetzt keine 3,5 Milliarden € für ein Schulbausanierungsprogramm für zumindest einige Schulträger geben. Und ohne diese Initiative würde es auch kein Kipp macht Schule in Hessen geben, weil es vor allem Bundesgeld ist, das dort ausgegeben wird. Und ich hoffe auch, dass wir hier möglichst bald mit einer zweiten Lesung rechnen können, damit eben gerade hier in Hessen die Schulträger auch bald Planungssicherheit haben. Das aktuelle Schulmodernisierungsprogramm des Bundes kann aber nur ein erster Schritt sein. Der Investitionsstau an unseren Schulen ist viel größer. Im Kern aber besteht das Kooperationsverbot weiter und behindert weitergehende Maßnahmen. Mit dem Kooperationsverbot wird Bildungsungerechtigkeit zementiert. Bildungschancen hängen in Deutschland ohnehin von zu vielen Faktoren ab, die nichts mit dem Können und Wollen der Kinder und Schülerinnen und Schüler zu tun haben. Bildungserfolg hängt viel zu sehr vom Einkommen der Eltern und leider auch vom Wohnort ab. Wir Sozialdemokraten bekennen uns zum Föderalismus in der schulischen Bildung ganz ausdrücklich. Wir wollen aber einen kooperativen Bildungsföderalismus. Der Bund soll ermöglichen können, ohne zu verordnen. Auch beim aktuellen Schulmodernisierungsprogramm scheint mir niemand unsere Landesregierung gezwungen zu haben, das Bundesgeld zu nehmen. Wenn ich mich irre, korrigieren Sie mich. Wer aber den Föderalismus bewahren will, der muss auch seine Akzeptanz bewahren. Und dazu muss der Föderalismus in Deutschland zukunftsfähig ausgestaltet sein. Deswegen müssen wir ihn so verändern, dass die Menschen im Land ihn auch mittragen und gut finden. Wir dürfen nicht stehen bleiben und uns abschotten. Wir müssen uns hier weiterentwickeln, gerade innerhalb der Bundesrepublik. Die Welt verändert sich. Die Mobilität der Menschen verändert sich. Die Ansprüche der Menschen, mobil zu sein, nimmt ständig zu. Viele Menschen verstehen diese erzwungene, komplette Abschottung der einzelnen Länder nicht mehr. Sie verstehen nicht, warum Bund und Länder nicht kooperieren dürfen und jedes Land sein eigenes Süppchen kocht. Gleichzeitig verändern sich die Standards für moderne Schulen ständig. Die Digitalisierung ist ein Beispiel, die Maschinenausstattung an beruflichen Schulen ein anderes. Vielfalt in den Klassen steigt. Lehrerinnen und Lehrer stehen ständig vor neuen Herausforderungen. Wir brauchen echte Schulsozialarbeit und mehr Ganztagsschulen. Und, meine Damen und Herren, wir wissen sehr genau, es würde viel, viel mehr Anträge auch im Ganztagsschulprofil 2 und 3 geben, wenn die Schulträger auch in der Lage wären, die Schulen entsprechend auszustatten und den notwendigen Investitionsbedarf auch auf baulicher Seite entsprechend auszugestalten. Wer Ganztagsschulausbau will, der braucht auch die nötigen Investitionen, anstatt Mutterglück am Herd zu fördern. Bildungsgebühren sind Bildungsbarrieren. Das sieht man ja an Ihrem Beispiel zur angeblichen Abschaffung der Kita-Gebühren, nämlich nur bis mittags. Bildungsgebühren sind Bildungsbarrieren und gehören abgeschafft in der Kita, in der Ganztagsschule und auch in der Ausbildung. Die Schülerzahlen wachsen. Wir werden nächsten Jahre neue Schulen und viele neue Lehrkräfte benötigen. Deshalb wollen wir einen kooperativen Föderalismus. Anstatt eines Verbots, das Bund und Ländern von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen verbietet, im Schulbereich zu kooperieren, wollen wir eine nationale Bildungsallianz bestehend aus Bund, Ländern und Kommunen. Wir würden es sehr begrüßen, wenn der Bund im Rahmen einer solchen Allianz in den nächsten 12 Jahren für bessere Schulen 12 Milliarden € für bessere Schulen bereitstellen könnte. Es geht aber
bei einer nationalen Bildungsallianz nicht nur bloß um Geld. Es geht auch um vergleichbare Schulabschlüsse, um gemeinsame Standards und mehr gemeinsame Leistungsmaßstäbe. Wir sind ja auch da mit unserer Forderung nicht ganz alleine. Es sind ja nicht nur auch die GRÜNEN, die zur Bundestagswahl die Abschaffung des Kooperationsverbots auch wieder in ihrem Wahlprogramm fördern. Es sind auch die hessischen GRÜNEN, die schon in ihrem letzten Wahlprogramm versprachen, dass sie sich für die Abschaffung des Kooperationsverbots einsetzen. Rheinland-Pfalz ist das gelungen. Da gibt es eine Koalition aus SPD, GRÜNEN und FDP, die das in ihrem Koalitionsvertrag haben, dass sie entsprechend das auch als Bundesratsinitiative einbringen wollen. Meine Damen und Herren, wir sind an einem Wendepunkt. Wir brauchen eine Wende zu Wachstum in der Bildung. Wir brauchen hierfür mehr Mittel. Eine demografische Rendite wird es nicht mehr geben. Wer im 21. Jahrhundert Zusammenarbeit aus Angst verbietet, hat die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Christoph Degen. Das Wort hat der Abg. Daniel May, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die SPD hat gesagt, Hessen darf den Bund nicht an den Schultoren stehen lassen. Leider hat der Kollege Degen versäumt, zu erklären, was denn da überhaupt an den Schultoren steht. Denn wenn Sie Ihre Rede damit beginnen, was die SPD angeblich schon Segenreiches auf Bundesebene erreicht hätte, dann fehlt so ein bisschen der Problemaufriss. Ich glaube, dass wir uns von der SPD-Fraktion hier im Hessischen Landtag eigentlich auch nicht viele Ratschläge geben lassen müssen, was erfolgreiche Schulpolitik angeht. Denn wir bestreiten hier schon eine ziemlich erfolgreiche Schulpolitik, die sich sehen lassen kann. Ich frage Sie einmal, Herr Kollege Degen, wo gibt es denn sonst noch eine 105-prozentige Lehrerversorgung in Deutschland? Wo gibt es denn sonst noch zusätzlich zu einer 105-prozentigen Lehrerversorgung noch 540 Stellen als Zulage über Sozialindex, damit Schulen mit besonderen Herausforderungen gestärkt werden? Wo gibt es denn dazu noch viele weitere Stellen für die Deutschförderung, für die Integration, für die Inklusion, für die Ganztagsbetreuung? Wo gibt es das denn in der Art und Weise noch, wie wir das in Hessen haben? Über 3.500 neue Stellen in dieser Wahlperiode. Wo gibt es das denn sonst noch, Herr Kollege Degen? Und wenn Sie das beantworten würden, dann würden Sie feststellen, dass die meisten Länder nämlich sehr neidisch auf die Situation in Hessen schauen. Und auch jenseits der Schulpolitik haben wir im Bereich der Bildung, nämlich im Bereich der Weiterbildung, mit dem Pakt für die Weiterbildung Rekordausgaben auf den Weg gebracht. Wir haben einen Rekordhochschulpakt mit 9 Milliarden € abgeschlossen, der auch bundesweit Beachtung findet. Ich zitiere mal aus der Berichterstattung zum letzten Bildungsmonitor der deutschen Wirtschaft. Da heißt es, bei dem Anteil der Investitionsausgaben an den Gesamtausgaben für die Hochschulen erreicht Hessen mit 18,8% den besten Wert aller Bundesländer. Das zeigt, Bildungspolitik hat bei uns in allen Bereichen Vorfahrt. So, und jetzt haben Sie über das Kooperationsverbot gesprochen, weil es eine sehr wolkige Ankündigung des SPD-Kanzlerkandidaten Schulz gibt, die nicht weiter ausgestattet ist. Die Bundesgrünen haben dazu geäußert, dass wir uns erst einmal wundern, dass die SPD über 4 Jahre wenig auf den Weg bringt in diesem Bereich und dann 4 Wochen vor der Bundestagswahl damit um die Ecke kommt. Aber ich scheue mich gar nicht zu sagen, dass in der Ausgestaltung. Geht's noch? Meine Damen und Herren, beruhigen Sie sich, machen Sie ein paar Übungen, dann geht es wieder, Herr Kollege Merz, ein bisschen mit den Fingern. So, Herr Kollege May hat das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Aber Tatsache ist eben auch, dass die SPD in dieser Frage, was das Kooperationsverbot im Schulbereich angeht, in den letzten Jahren überschaubare Aktivitäten hingelegt hat. Von daher kann man schon die Frage stellen, wie glaubwürdig dieses Engagement ist. Aber ich will Ihnen zugeben, dass in der Frage der Ausgestaltung des Kooperationsverbots im Rahmen des Artikels 91b
die Koalitionsfraktionen in diesem Hause unterschiedliche Meinungen haben. Das haben wir allerdings auch schon in einigen Debatten vorher festgestellt. Von daher ist da der Neuigkeitsgehalt relativ gering. Ich will auch ganz klar sagen, wenn der Bund in der nächsten Wahlperiode auf die Idee käme und uns etwas Konkretes vorlegen würde, dann würden wir uns natürlich mit dem genauso auseinandersetzen, wie wir das mit den anderen Bundesprogrammen, die Sie ja erwähnt haben, Herr Kollege Degen, auch tun. Dann würden wir uns ganz genau anschauen, was denn dort von uns gefordert wird, was angeboten wird. Aber ich will hier auch einmal eins ganz klar sagen, weil Sie nämlich da auch drumherum geeiert haben. Was wir nicht wollen, ist, dass aus Bildungsmillionen oder Bildungsmilliarden dann ein Bundesbildungsminister, ein Bundesschulminister wird und das versucht wird, aus Berlin in unsere Kultushoheit der Länder einzugreifen. Da machen wir nämlich nicht mit. Von daher sage ich ganz klar, wir GRÜNE sagen Ja zu Beteiligung des Bundes in Form von Geld, aber wir sagen Nein zum Bundesschulminister. Und da ist für uns die Grenze, und die müssen Sie erst einmal auf Bundesebene bei der SPD ziehen. Von daher sage ich, die Aktuelle Stunde der SPD war der erfolglose Versuch, den Bundestagswahlkampf der SPD etwas zu unterstützen. Sie haben allerdings auch nicht deutlich gemacht, was Sie eigentlich erreichen wollen. Wir sind gerne bereit, uns mit dem Bund darüber zu unterhalten, wenn etwas Konkretes vorliegt. Bis dahin verweisen wir auf die Erfolge bei uns hier in Hessen, Erfolge in der Bildungs- und der Schulpolitik, die sich bundesweit messen lassen können, wo die meisten Länder neidisch drauf schauen. Von daher brauchen wir keine guten Ratschläge von Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege May. Das Wort hat der Abg. Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn man sich den bisherigen Verlauf des Vormittags und jetzt auch die Rede des Kollegen May anhört, dann hat man den Eindruck, es geht hier heute in der Tat ziemlich viel um Eier und Geeier und Eiertänze. Denn in der Sache ist es eigentlich lohnend, sich einmal mit dem auseinanderzusetzen, was die SPD hier auf die Tagesordnung gesetzt hat. Hier geht es darum, vielen Dank für den Beifall, insbesondere aus der sozialdemokratischen Fraktion. Mal sehen, ob das so bleibt. Nationale Bildungsallianz. Also, Sie haben den Auftrag aus dem Willy-Brandt-Haus aufgenommen. Tragen Sie unser Wahlkampfthema in den Hessischen Landtag. Okay, machen wir. Dann haben Sie dahinter geschrieben, Hessen muss mehr in Bildung investieren und darf den Bund nicht an den Schultoren stehen lassen. Hessen muss mehr in Bildung investieren. Da mache ich einfach mal einen Haken dran. Das haben wir gestern schon ausgiebig diskutiert. Dann bleibt die Frage, was meinen Sie eigentlich damit, Frau Kollegin Faeser? Der Bund darf nicht an den Schultoren stehen bleiben. Da lese ich dann in der Tat, der Bund darf nicht mehr vor den Schultoren stehen bleiben müssen, und gute Ideen an einem Ort sollen schneller übertragen und für alle Kinder und Jugendlichen erreichbar werden. Das heißt, es geht offensichtlich nicht nur ums Geld, sondern es geht um die Inhalte. Das, was dahinter steckt, ist der Wunsch nach einer Vereinheitlichung unseres Bildungssystems, nach der Vereinheitlichung des Bildungswesens. Und da sage ich relativ eindeutig, und da bin ich mir mit dem Kollegen May dann auch einmal einig, wir brauchen keinen Bundeskultusminister, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Wir wollen nicht, dass im hessischen Schulsystem die gleichen Fehler gemacht werden wie in Bremen, wie in Berlin, wie in anderen Bundesländern, die ganz hinten in der Skala stehen. Und ich will an der Stelle dann mal zitieren, Herr Kultusminister, wir hatten gestern ja die eine oder andere unterschiedliche Auffassung. Ich habe mir sehr gut aufgehoben, weil ich es hervorragend fand, einen Artikel, den Sie geschrieben haben. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Das stand aber über dem Artikel in der FAZ vom 6. Oktober 2016, zentralisiert nicht die Bildungspolitik. Und da gibt es zwei Sätze, die hier diese Debatte eigentlich sehr gut beschreiben. Das erste ist die Feststellung, und das sollten insbesondere Sozialdemokraten sehr genau zur Kenntnis nehmen, einzelstaatliche Zuständigkeit verhindert, dass der gleiche, aber falsche Weg überall beschritten wird. Darin liegt das Fehlervermeidungspotenzial des Bildungsföderalismus. Genau das ist der Punkt. Wir wollen nicht Bremer und Berliner und andere Fehler in Hessen. Und der zweite Punkt, das zweite Zitat aus diesem Artikel, das es auch auf den Punkt bringt, und da wird es für Sozialdemokraten ganz besonders spannend, am Ende, hören Sie also gut zu, die gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern hatten wir bis 2006, erinnern wir uns noch dran.
Wer die Meinung vertritt, damals sei es der Bildung oder den Schulen besser gegangen oder sei die Bildungsgerechtigkeit größer gewesen, hat die Fakten gegen sich. Da sind wir uns hoffentlich einig. Und dann kommt der entscheidende Satz. Nicht zufällig hat mit Klaus von Dohnányi ein erfahrener früherer Bundesbildungsminister vor der Rückkehr zu dieser Regelung gewarnt. Ich muss Ihnen nicht im Einzelnen erläutern, in welcher Partei Herr von Dohnányi Mitglied ist. Freier Demokrat war er nie. Vielleicht wird er es noch. Es sind ja schon andere Sozialdemokraten im höheren Alter zu entsprechenden besseren Erkenntnissen gekommen. Worum es Ihnen geht, das ist ja recht deutlich. Das wurde ja auch von Herrn Kollegen Degen entsprechend deutlich gesagt. Sie wollen das Kooperationsverbot abschaffen. Okay, nehmen wir zur Kenntnis. Aber wir sagen Ihnen genauso deutlich, das wollen wir nicht. Denn das, was Sie auch als Begründung anführen, Herr Kollege Degen, ich habe es mir aus Ihrer Pressemeldung mal notiert, in diesem Kooperationsverbot manifestiert sich der Egoismus der Länder, die offensichtlich befürchten, dass der Bund sich in die Schulpolitik einmischt, wenn er sich in diesem Bereich unmittelbar finanziell engagiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist denn das für ein Selbstverständnis für einen gewählten Landespolitiker, für einen Vertreter eines Bundeslandes? Welches Verhältnis haben Sie eigentlich zum Föderalismus? Es geht hier nicht. Es geht nicht um die Frage, wo die Zuständigkeiten im Föderalismus verortet sind, sondern es geht um eines ganz einfach. Mit dem beschäftigen Sie sich, Herr Kollege Schmidt, ja immer mal wieder. Es geht ums Geld. Es geht ausschließlich um die Frage des Geldes. Und da sollten wir uns einig sein. Wir Freie Demokraten jedenfalls wollen die Ausgaben für Bildung so erhöhen, dass gemessen am Staatshaushalt Deutschland zu den führenden 5 Ländern der OECD-Staaten zählt. Dazu müssen wir uns erheblich anstrengen. Und wenn Sie einmal zur Kenntnis nehmen, dass wir in Deutschland, ich komme zum Ende, Herr Präsident, dass wir in Deutschland das 7-fache an Volumen, an finanziellem Volumen in die Reparaturwerkstatt, in den Sozialbereich stecken, das 7-fache von dem, was wir in den Schulbereich stecken, dann wissen wir, wo die Baustelle ist. Deswegen sage ich relativ einfach, 1 Prozentpunkt aus der Umsatzsteuer an die Länder. Und alle Probleme, die Sie mit einem Angriff auf den Föderalismus beantworten wollen, sind gelöst. Lassen wir uns nicht aufs Glatteis führen. Wir brauchen keinen Bundeskultusminister. Wir brauchen die Kohle. Das ist der entscheidende Punkt. Vielen Dank, Kollege Greilich. – Das Wort hat der Abg. Jürgen Irmer, CDU-Fraktion. Höchstverehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn Sozialdemokraten versprechen, dass sie sich um die Bildungspolitik kümmern wollen, fassen das viele Menschen als Drohung auf. Ausgerechnet die Partei, die wie in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein aktuell unter anderem wegen ihrer Schulpolitik abgewählt worden ist, die Partei, die innerdeutsche Leistungsvergleiche seit 2009 ablehnt, und sie weiß genau warum, die Partei, die in all den Bundesländern, wo sie lange Verantwortung trägt, Schlusslicht im Leistungsranking ist, diese Partei will die Bildungsnation auf Trab bringen. Ein Treppenwitz der Geschichte, meine Damen und Herren. Sie holen wieder den alten Gaul des längeren gemeinsamen Lernens heraus, gerade aktuell in dem Papier von Herrn Schulz dargestellt. Alle Studien bescheinigen, dass genau dies längeres gemeinsames Lernen zu Chancenungleich führt, meine Damen und Herren. Sie schwächen die Starken und stärken die Schwachen nicht. Und weil Schüler unterschiedliche Begabungen, Neigungen und Fähigkeiten haben, brauchen sie unterschiedliche Lernangebote, also Schulformvielfalt und Schulwahlfreiheit. Das ist im Übrigen auch ein Ausdruck individueller Förderung. Und genau dafür stehen wir in Hessen. Eine Partei, die möglichst keine Klassenarbeiten will, keine Hausaufgaben, die Sitzenbleiben abschaffen will, die ein Problem mit Leistung und Elite hat. Diese Partei will uns sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Sie sagen, wo es Sinn macht, muss der Bund helfen, Bildung besser zu machen. Heilsbringer St. Martin, alle haben auf ihn gewartet. Die Kultusminister sind offensichtlich unfähig, die Probleme zu lösen. Alles wartet auf Martin aus Würselen. Eine Ohrfeige für alle Kultusminister der Sozialdemokratie, meine Damen und Herren. Und was heißt denn eigentlich Bildung, Anführungsstriche, wie bei Ihnen formuliert, besser machen? Wer definiert eigentlich, was ist besser? Diejenigen, die für Nivellierung sind, für Leistungsabbau, Einheitslehrpläne,
Der liebe Gott und der Wähler möge verhüten, dass das am 24. September passiert, meine Damen und Herren. In der Zeitung Die Welt am 29.08. war ein Kommentar zu lesen, die nationale Bildungsallianz der SPD ist ein Offenbarungseid. Und der Kommentator hat recht. Erstens. 2006, Sie haben der strikten Trennung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern mitbeschlossen. Zweitens. Hätten wir den Föderalismus nicht, hätten wir seit den 70er-Jahren integrierte Gesamtschulen flächendeckend. Drittens. Sie hätten in der zweiten Großen Koalition entsprechende Unternehmungen machen können. Sie hatten 12 Länderbeteiligungen. Sie haben es nicht gemacht. Sie blasen jetzt 4 Wochen vor der Wahl einen roten Luftballon auf, wohl wissend, dass er bereits geplatzt ist, weil Sie eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat und Bundestag benötigen. Und was sagt der Kanzlerkandidat der SPD dazu? Wir werden die nationale Bildungsallianz auf den Weg bringen, egal wie. Meine Damen und Herren, was hat denn dieser Herr eigentlich für ein Rechtsverständnis, wenn er sagt, wir werden diese nationale Bildungsallianz auf den Weg bringen, egal wie? Diese Frage müssen Sie beantworten. Fünftens, meine Damen und Herren, die CDU ist für Wettbewerb. Bildungspolitik ist ein Standardfaktor. Positiv wie in Bayern oder in Hessen, negativ wie in Berlin, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen. Und wenn es in die Berliner Schulen hineinregnet, ist das schlimm genug, aber dann ist es primär ein Berliner Problem und nicht ein hessisches Problem. Schule und Bildung sind überragend wichtig, und deshalb brauchen wir den Wettbewerb. Und wir brauchen sechstens keinen roten Berliner Zentralismus, sondern Subsidiaritätsprinzip. Meine Damen und Herren, was vor Ort entschieden werden kann, soll vor Ort entschieden werden. Und lassen Sie mich abschließend einige wenige Sätze zu den Schuldschen Zahlen nennen. 12 Milliarden im Kleingedruckten steht 4 Milliarden pro Jahr. Also 3 Milliarden pro Jahr. 3 Milliarden aufgeteilt auf 16 Bundesländer sind rund 200 Millionen für Hessen, aufgeteilt auf die 25 Schulträger sind rund 8 Millionen. Für uns als Lahn-Dill-Kreis sind das 8 Millionen, grobe Richtung. Allein aus dem Konjunkturprogramm des Landes haben wir als Lahn-Dill-Kreis 55 Millionen bekommen und gemeinsames KIP 1, KIP 2 Programm Bund-Land sind 35, macht 90 Millionen im Vergleich zu Ihren 8 Millionen. Und jetzt wollen Sie von den 12 Milliarden Folgendes bezahlen. 1 Million zusätzliche Ganztagsplätze an Grundschulen. 60.000 brauchen wir in Hessen. 60.000 für Hessen sind ungefähr 20 Schüler pro Lehrkraft, sind 3.000 Lehrer, die wir benötigen. Auf den Bund hochgerechnet sind das 50.000. Sie wollen flächendeckend digitale Medien für jedermann. Sie wollen drittens ein umfangreiches Ausbau-, Sanierungs- und Modernisierungsprogramm für moderne Schulgebäude. Wir haben in Hessen 2.000 Schulen, bundesweit geschätzte 30.000 bis 40.000 Schulen. Das wollen Sie alles modernisieren. Sie nennen keine Zahlen, alles mit 3 Milliarden € im Jahr. Und Sie wollen schließlich mehr multiprofessionelle Teams. Bund baut Schul- und Sozialarbeit und Jugendarbeit aus. 800.000 Schüler in Hessen, geteilt durch 20 Schüler, sind 40.000 Klassen. Bundesweit 600.000 Klassen. Sie wollen multiprofessionelle Teams. Ja, wie viele denn? Für welche Schüler? Kollege Immer, Sie müssen zum Schluss kommen. In welcher Ordnung reden Sie denn? Meine Damen und Herren, das sind Potemkinsche Dörfer, Luftschlösser, vorprogrammierter Wahlbetrug oder auch Scharlatanerie. Meine Damen und Herren, letzter Satz, Herr Präsident. Wir brauchen keine erneuten Experimente zulasten unserer Kinder, die nur eine einzige Schulzeit haben. Sie haben es nicht verdient, erneut als Versuchskaninchen einer gescheiterten Einheitsideologie zu sein. Und deshalb lehnen wir diese Vorstellung Ihrerseits ab. Überall dort, wo die Union regiert, geht es den Schülern besser. Hessen bleibt Hessen, Bayern bleibt Bayern. Und wir wollen dafür sorgen, dass auch in Hessen weiterhin die Schulpolitik auf dem Vormarsch ist. Und wir brauchen keinerlei Belehrung von Ihnen aus Berlin. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Irmer. Das Wort hat die Frau Abg. Faulhaber, Fraktion DIE LINKE.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das war jetzt eine schöne Vorstellung. Mir ist an mir, ist eigentlich bayerisch, nicht hessisch, aber egal. Sie wollen eine Spitzenposition in der Bildung, aber Sie wollen ein zerklüftetes Schulsystem, in dem das überhaupt noch nicht einmal bundesweit vergleichbar ist, noch gar nicht kompatibel. Und dann sind Sie für Wettbewerb. Und jetzt frage ich Sie, was ist denn mit den Wettbewerbsverlierern? Hessen ist ja nicht vorn. Und ich habe Ihrer Rede entnommen, dass Ihnen die Wettbewerbsverlierer ziemlich egal sind. Und die sind uns nicht egal, weil Bildung ist etwas, was für alle gelten muss. Es kann nämlich nicht sein, dass eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe wie die Bildung, also Inklusion, die Integration und vor allem auch der Abbau sozialer und finanzieller Bildungshürden den Haushaltsmöglichkeiten eines einzelnen Bundeslandes anvertraut ist. Gesamtgesellschaftliche Aufgaben müssen von der gesamten Gesellschaft getragen werden. Und die dürfen nicht dem politischen Willen oder Unwillen der einzelnen Länder überlassen werden, besonders wenn dann die Vertreter so reden halten wie hier der Herr Irmer. Bildung muss in Deutschland, denke ich, anders gedacht werden. Das fängt damit an, dass wir die Bildungsausgaben deutlich erhöhen müssen, um wenigstens im internationalen Vergleich mithalten zu können. Das heißt, wir müssen wesentlich mehr unseres Bruttoinlandprodukts in Bildung, in Kindertagesstätten und in Schulen stecken. Und das heißt auch, dass Bildung von Anfang an und in allen Bundesländern gebührenfrei sein muss, und zwar von der Krippe bis zum Hochschulstudium. Jetzt. Und wir benötigen bundesweit endlich eine wirkliche Lehrmittelfreiheit. Auch dürfen Studiengebühren auch durch die Hintertür nicht wieder eingeführt werden. Das bedeutet, dass auch das Schulsystem nicht von Land zu Land unterschiedlich sein kann. Was wir in Deutschland vorfinden, ist ja ein völlig zerklüftetes und uneinheitliches Schulsystem, eine uneinheitliche Schullandschaft. Und wirkliche Vergleiche zwischen den Bundesländern sind schon gar nicht mehr möglich. Sie können ja noch nicht einmal die Schule innerhalb von Deutschland wechseln, ohne Gefahr zu laufen, dass sie nicht mehr mitkommen. Da jedes einzelne Land eigene Schultypen und Formen entwickelt hat. Und dabei ist gerade die Mehrgliedrigkeit doch eigentlich das Hauptproblem. Ja, ich weiß, dass ich in einer anderen Welt lebe als Sie. Das ist mir völlig klar. Und für die Welt stehe ich hier auch, in der ich lebe. Anstatt von anderen Ländern zu lernen, die ihre Kinder nicht nach der vierten Klasse aussondern, lassen wir zu, dass unsere Kinder viel zu früh und willkürlich in Bildungsbahnen gedrängt werden. Der Hessische Grundschulverband sagt übrigens, dass Lehrkräfte nach der vierten Klasse überhaupt keine zuverlässige Prognose über die Schullaufbahn abgeben können. Das heißt, diejenigen, die aussortieren müssen, wissen selbst, dass sie es nicht sollten und dass sie es nicht können. Das stimmt ja irgendwas nicht. Wir brauchen tatsächlich eine gemeinschaftlich verstandene Bildungspolitik, meine Damen und Herren. Inhalt ist das gemeinsame Lernen von der 1. bis zur 10. Klasse. Und das bedeutet echte Ganztagsschule, in Kooperation mit Vereinen und anderen Partnern. Wir brauchen inklusiven Unterricht an allen Schulen. Und diese Aufgaben sollten auf gleichem Niveau in allen Ländern gelöst werden und auch gleich finanziert und gesichert sein. Denn nur damit entkoppeln wir den Zusammenhang zwischen sozialer und finanzieller Herkunft und dem Bildungserfolg. Und nur so entzerren wir den derzeitigen Konkurrenzkampf um gut ausgebildete Lehrkräfte. Und nur so kommen wir gegen die immer weiter boomenden Privatschulen an, denen immer mehr Eltern ihre Kinder anvertrauen, nicht weil sie die Privatschulen so toll finden, sondern weil sie vom öffentlichen Schulsystem enttäuscht sind. Meine Damen und Herren, mit der Schule ist es nicht getan. Kindertagesstätten dürfen die Eltern auch nichts kosten, denn die frühkindliche Bildung ist elementar für den weiteren Bildungsverlauf. Und da darf auch nicht herumgezetert werden, welche Bundesländer auf Kosten anderer Bundesländer Kindergartenbesuche gebührenfrei stellen. Und es geht hin bis zu den Studienplätzen. Die FDP hat übrigens in NRW damit geworben, Studiengebühren wieder einzuführen. Das ist ein tolles Wahlkampfthema.
dass Bildung wirklich wichtig ist. Darin sind sich alle einig. Aber sie dann auch gebührend zu finanzieren, das möchte keiner. Sie sprachen hier von 3 Milliarden €, aber das ist doch nicht gesetzt. Das kann man doch verändern, das kann man doch erhöhen. Frau Kollegin Faulhaber, Sie müssen zum Schluss kommen. Also, mit dieser Zerklüftung, mit dieser Unterfinanzierung, mit diesem falschen Blick auf Bildungschancen muss endlich Schluss sein. Daher unterstützen wir diesen Antrag der SPD. Vielen Dank. Das Wort hat der Kultusminister. Staatsminister Prof. Lorz, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In 24 Tagen ist Bundestagswahl. Wer das noch nicht gemerkt haben sollte, dem muss es spätestens bei solchen Aktionen klar werden. Und es ist ja auch verständlich. Wenn man in den Umfragen so weit zurückliegt, und Ihr eigener Außenminister hat ja heute Morgen das Rennen ums Kanzleramt doch offiziell für verloren erklärt, dann muss man einfach versuchen, von irgendwoher noch ein weißes Kaninchen aus dem Hut zu zaubern, egal wie struppig es beim näheren Hinsehen auch ausschauen mag. Und um ein solches Wahlkampfkaninchen handelt es sich auch bei der sogenannten Bildungsallianz der SPD. Man packt einfach alles zusammen, was einem in einem bestimmten Bereich attraktiv erscheint, füllt alten Wein in einen neuen Schlauch, klebt ein wohlklingendes Etikett darauf und hofft, dass in den nächsten 3,5 Wochen niemand allzu genau nachschaut, was da in Wahrheit dahinter ist. Denn die Wahrheit ist, meine Damen und Herren, das ist nicht viel. Keiner dieser 7 Eckpunkte ist wirklich neu. Mit dem Versprechen, dass der Staat in Zukunft einfach alles bezahlen soll im Bildungsbereich, zieht Herr Schulz jetzt schon seit Monaten durch die Lande, ohne damit Erfolg zu haben. Der Rechtsanspruch auf Betreuung im Grundschulalter findet sich genauso im Wahlprogramm der Union. Nur am Rande will ich allerdings anmerken, ich finde es schon interessant, dass das Papier der Bundes-SPD ausdrücklich die Freiwilligkeit der Teilnahme an Ganztagsangeboten betont und keineswegs wie die hessischen Sozialdemokraten die gebundene Ganztagsschule als Allheilmittel propagiert. Aber ich denke, das diskutieren wir in anderem Zusammenhang noch einmal aus. Der Gedanke eines Digitalpakts stammt von Frau Wanka, steht auch im Wahlprogramm der Union. Und wenn es um Stärkung der Berufsorientierung und sozial initiierte Unterstützung von Brennpunktschulen geht, dann kann ich nur sagen, schön, dass die Bundes-SPD sich an unserer Politik in Hessen ein Beispiel nimmt, meine Damen und Herren. Für die Sanierung von Schulgebäuden gibt der Bund schon jetzt 3,5 Milliarden €. Dafür sind wir dankbar. Ich habe Herrn Degen versprochen, das zu sagen. Aber das ist zugleich auch der beste Beweis dafür, dass das Grundgesetz solchen Initiativen keineswegs im Wege steht, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es eine bloße Ausrede. Wenn in dem Papier der SPD zu lesen ist, eine nationale Bildungsallianz werde es ohne eine neue Bundeskompetenz nicht geben können. In Wahrheit geht es Ihnen nur darum, die Bildungspolitik nach Ihren Vorstellungen zu zentralisieren. Und dazu dient der standardmäßige Lockruf der Opposition, wenn wir drankommen, gibt es mehr Geld. Aber wie viel Geld gäbe es denn, meine Damen und Herren? Das ist auch sehr interessant. Die SPD schreibt selbst in ihrem Papier, dass von 2018 bis 2021 Länder und Gemeinden mindestens 360 Milliarden € für Kitas, Hort und Schulen aufwenden werden. Und sie will in derselben Zeit noch einmal 12 Milliarden € zusätzlich mobilisieren. 12 gegenüber 360, das sind 3 %, meine Damen und Herren. Für eine Steigerung von 3 %, dieser Aufschlag, das ist Ihre nie dagewesene nationale Kraftanstrengung. Dafür stellen Sie sich hier als Landespolitiker hin und fordern Ihre eigene Überflüssigkeit. Darüber würde ich vielleicht auch noch einmal nachdenken. Und der Clou des Ganzen sind die einheitlichen Leistungsmaßstäbe und gleich schweren Prüfungsaufgaben. Jetzt mal abgesehen davon, dass die Länder mittlerweile längst dorthin unterwegs sind. Wer hat sich denn jahrzehntelang gegen Leistungsvergleiche unter den Ländern gewandt? Wer hatte noch vor wenigen Jahren einen Orthographievergleich der Länder verhindert? Wer sperrt sich denn bis heute gegen einen Staatsvertrag der Länder mit gemeinsamen Anforderungen an das Abitur? Das sind doch dieselben SPD-Ministerpräsidenten, die jetzt dieses hochtrabende Papier unterschrieben haben. Und es gibt einen einfachen Grund dafür. Und da zitiere ich jetzt einmal eine externe Autorität, nämlich den neuen Vorsitzenden des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger. Der hat es in einem Interview dieser Tage auf den Punkt gebracht. Zwischen den Schülern in Bremen und Sachsen liegt in der 9. Klasse konstant ein Leistungsunterschied von 1,5 Schuljahren.
Das ist das Problem der mangelnden Einheitlichkeit in Deutschland, meine Damen und Herren, dass die SPD-regierten Länder den Unionsregierten überall hinterherhinken. Deswegen kann man auch nur sagen, wenn am Schluss Ihres Papiers steht, gemeinsam zeigen Martin Schulz, dann kommt die ganze Kette der Ministerpräsidenten, wie es gehen kann. Nein, wenn man in die SPD-regierten Länder und deren Bildungspolitik schaut, dann sieht man, wie es besser nicht gehen sollte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann ist der Punkt 62 beendet. Dann habe ich Ihnen mitzuteilen, Eingang an Ihren Plätzen verteilt. Dringlicher Entschließungsantrag der SPD betreffend nukleare Abrüstung in Deutschland, Drucksache 19/5211. Dringlichkeit wird allseits bejaht. Es wird dann Top 73. Wenn Sie nicht widersprechen, kann das mit 51 aufgerufen werden. Machen wir so. Dann begrüße ich auf der Besuchertribüne Kommunalpolitiker aus Bayern, aus Stetzling, in der Nähe von Augsburg. Herzlich willkommen. Sie informieren sich mal hier im Hessischen Landtag. Schön, dass Sie da sind. Bleiben Sie noch ein bisschen. Bei uns ist es immer schön.